Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Währungsprognose am Freitag. Die kanadische jährliche Inflation hat den Erwartungen aus dem Monat August entsprochen, weil geringere Benzinpreise die Kosten anderer Waren wie zum Beispiel Nahrungsmittel decken konnten. Royce Mendes aus den CIBC World Markets wird mir heute seine Prognosen bezüglich des US-Dollar-kanadischer Dollarpaares mitteilen. Royce, als wir uns das letzte Mal unterhalten hatten, sind Sie davon ausgegangen, dass Frau Yellen die Zinsen im September anheben wird, was aber nicht passiert ist. Außerdem hatten Sie die Schwäche des kanadischen Dollars auf den geldpolitischen Unterschied zwischen Kanada und Amerika zurückgeführt. Wie sehen Ihre heutigen Prognosen bezüglich dieses Währungspaares aus? Hat sich Ihre kurzfristige Prognose verändert? Ich bin immer noch stark davon überzeugt, dass der wesentliche Grund für die Schwäche des kanadischen Dollars der geldpolitische Unterschied beider Länder ist. Aufgrund internationaler Faktoren wurde die Fed-Erhöhung verlegt. Die Zeiten waren anders, als ich eine Fed-Erhöhung im September prognosiert hatte. Die Aktienmärkte sind abwärts gerutscht, die Kreditspreads haben sich erweitert und die Stärke des US-Dollars wird immer größer. Eine Fed-Erhöhung würde die aktuellen Bedingungen strikter ziehen. Wir gehen von einer starken geldpolitischen Divergenz aus. Gestern hatte Frau Yellen gesagt, dass das aktuelle Umfeld ihre ursprüngliche Einstellung bezüglich der amerikanischen Wirtschaft nicht stark verändert hätte. Und man darf nicht vergessen, dass das amerikanische wirtschaftliche Bild teilweise auch die globale Wirtschaft widerspiegelt. Solange uns die amerikanische Wirtschaft weiter mit positiven Daten erfreut, bleibt die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung in diesem Jahr recht groß. Man sagt, dass der Loonie bezüglich des US-Dollars bald auf dessen Boden herabsteigen wird. Wie sieht Ihre mittelfristige Prognose aus? Innerhalb der kommenden 6 Monate werden sicherlich mindestens 2 Fed-Erhöhungen passieren. Aus diesem Grund wird sich der FX-Markt vom CAD abwenden und zum US-Dollar greifen. Bis dahin wird uns Kanada hoffentlich bessere Export- und Investitionsdaten demonstrieren, was den Loonie sicher unterstützen würde. Somit würde der CAD aufgrund des geldpolitischen Unterschieds zwar immer noch schwach bleiben, jedoch würde sich das Wetter am kanadischen Horizont etwas verbessern. That'll kind of be an in-between period where the loonie is still weak from the initial divergence in monetary policy, but we'll start to see a little bit of better weather on the horizon. Welche Werte prognosieren Sie langfristig für das Greenback-Loonie-Paar? Ich denke, dass die amerikanische Inflation bis dahin immer noch gedämpft sein wird. Aus diesem Grund wird der Zins die 1%-Marke in einem Jahr kaum übertreffen. Die kanadischen Zuwachsaussichten müssten sich bis zum Jahresende verbessern, was die Tür zu einer strikteren Geldpolitik öffnen wird. Im Jahr 2016 wird dies vielleicht noch nicht passieren, jedoch wird sich das Land während dieser Zeit eindeutig auf diesem Weg befinden. And really a movement towards tighter monetary policy. If we don't particularly expect that there will be tighter policy in 2016, but we will be moving towards it. That was Royce, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Schalten Sie am Montag wieder ein, denn dann wird Ihnen meine Kollegin Lois McCauley die Aussichten für das US-Dollar-Franken-Paar vorstellen.